Im Süden von Graz befindet sich das Landesstudio des ORF, das unter anderem für Bundesland Heute und Radio Steiermark zuständig ist. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und werden ein Team von der Vorbereitung bis zur Übertragung begleiten. Täglich um 9.15 Uhr beginnt der Tag der ORF-Reporter mit einer Besprechung. Hierbei wird geplant, welches Team an welchen Standorten Beiträge aufnimmt und wer für den Schnitt, die Bearbeitung und die Übertragung zuständig ist. Wir werden zu Mittag wahrscheinlich schon eine Geschichte liefern und dann Live-Einstieg, wobei ich dich bitten würde, den Live-Einstieg zu machen und den frischen Schlager lassen wir das Kunstlermaterial schneiden. Um 9.45 Uhr muss die Besprechung beendet sein, damit Informationen aller Berichte nach Wien weitergeleitet werden können. Die Arbeit der Reporter ist nicht so einfach, wie es scheint. Sie müssen schnell von einem Termin zum nächsten und müssen sich an gewisse Situationen anpassen. Dabei ist es wichtig, gute Quellen zu haben, die Ihnen Informationen und Material für Ihre Sendung liefern. Zusammen und habe das Vergnügen, heute das erste Mal dabei zu sein, seit 12 Uhr in der Nacht. Ja. Von einem Ort geht es kurze Zeit später wieder zum nächsten. Beiträge gibt es an einem Tag wie diesen Hunderte. Chancen müssen bei einer Situation wie bei diesem Unwetter genutzt werden. Sobald man etwas sieht und sich Möglichkeiten bieten, sollte man diese auf jeden Fall nutzen. Ob trocken oder nass, gescheut wird keine Witterung. Die Situation heute ist entsprechend katastrophal, da wir das gleiche Vorgehen oder die gleiche Situation 2005 schon hatten. Es ist alles kaputt, alles. Es geht ganz auf den Alle bis Mittag gesammelten Beiträge werden zur Bearbeitung zurück zum Studio gebracht, um diese für die 13 Uhr Nachrichten vorzubereiten. Reporter müssen sich darauf einstellen, dass sie möglicherweise bei einer Live-Übertragung vor der Kamera stehen müssen. Dabei wird kurz davor die erst kürzlich gesammelten Informationen in einem Bericht zusammengeschrieben und einstudiert. Für diese Live-Übertragung ist ein Satellitenwagen aus Wien angereist. Dieser ist nicht nur für die Übertragung zuständig, sondern auch für das Schneiden und Aufbereiten von Beiträgen, die für die Ausstrahlung benötigt werden. Die Kommunikation nach Wien ist hier dauerhaft gegeben. Nachdem genügend Beiträge bis 17 Uhr gesammelt wurden, werden diese für die 19 Uhr Sendung geschnitten und vorbereitet. Da für Bundesland Heute nur eine gewisse Zeit zur Verfügung steht, müssen alle geschnittenen Beiträge angepasst und einprogrammiert werden.
Aber auch Licht und Kamera werden im Studio für die Übertragung eingestellt. Im Studio ist auch wichtig, dass der Fernsehsprecher sieht, was gerade während der Sendung ausgestrahlt wird. Außerdem muss sichergestellt werden, dass der Teleprompter, der den Text für den Sprecher anzeigt, funktioniert. Der Text, den der Fernsehsprecher selbst verfasst hat, kann mit diesem Pedal am Monitor weiter bewegt werden. Sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler dürfen sich... 19 Uhr und es kann gestartet werden. Der Sprecher erwähnt die Themen, die gebracht werden, und geht danach auf seine ursprüngliche Position, um ohne Probleme den Teleprompter zu bedienen. Bärlauch, Spargel und Morscheln, das sind wichtige Zutaten des Gerichts, das uns Reinhard Grundner heute im Kulinarium präsentiert. Im Hintergrund werden die passenden Knöpfe gedrückt, um zwischen Sprecher und geschnittenen Beiträgen zu wechseln. Es ist hierbei auch möglich, mit dem Sprecher in Kontakt zu treten. Er wollte etwas über den Dächern von Graz und das ist es geworden. Auf ein System der Somit wurde wieder ein Tag im Landesstudio Graz erfolgreich abgeschlossen. Die restliche Arbeit wurde dem Studio in Wien übergeben und die Mitarbeiter können ab jetzt den Feierabend genießen. Genau diesen Feierabend haben wir uns jetzt auch verdient.